Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder One.de und zwar mit dem Gaming-PC Advance AR05 Ryzen 7 5800X3D Radeon RX 6800 XT für 1399,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir zuerst zu dem Bild. Das Bild ist sehr wahrscheinlich fake, also das Gehäuse stimmt, aber der Rest halt irgendwie nicht, weil man sieht hier eine Wasserkühlung, die ist nicht verbaut. Vierfach RAM-Bestückung ist auch so nicht verbaut. Hier ist ein MSI-Mac-Board drin, ist auch nicht verbaut. Die weißen Kabelsleeves, die Grafikkartenhalterung. Bei der Grafikkartenhalterung bin ich mir nicht so sicher. Kann sein, dass sie die irgendwie da reinpacken, auch wenn sie es nicht dazu schreiben. Aber der Rest stimmt halt einfach nicht. Das bedeutet für euch, bekommt ihr das System nach Hause, wird es definitiv nicht so aussehen. Ich sage es immer wieder, dass mich sowas ankotzt. Viele kaufen nach Optik, weil die denken, geil, ich will so eine leuchtende Maschine, wie die ganzen Streamer und so, das da stehen haben, dann kaufen die das und dann sieht es halt nicht so aus. Ne? Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist ein MIDI Tower One Gaming Gambit WIV3. Wir wissen, dass es immerhin drei Frontlüfter hat, das heißt, der Airflow ist einigermaßen gegeben. Ob hier ein Hecklüfter dabei ist, steht hier nicht so ganz. Rückseite halt nur möglich. Ob es jetzt wirklich verbaut ist, kann ich euch wie gesagt nicht sagen. Diese Lüfter, die hier vorinstalliert sind, das sind RGB-Lüfter mit so einer Fernbedienung und so einem Steuerungspanel. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Wir nehmen jetzt als Alternative das Aerocool Ohr. Das ist ein 50-Euro-Case. Mehr wird One.de dafür wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Und das kostet wie gesagt 48,89 € bei Mindfactory. Kommen wir auch direkt zu dem Thema mit den Lüftern. Hier sind vier Stück verbaut. Diese One Gaming, ARGB, PWM, Fan, Double Ring, irgendwas. Also vier Stück, drei in der Front. Ich denke dann noch einer hinten. Die habe ich jetzt nur auf eBay gefunden. Das ist jetzt hier ein Dreier-Set. Hier haben wir da auch noch die Fernbedienung mit dabei und dieses Panel, was man wahrscheinlich noch am Mainboard anschließen kann, damit man auch über die Mainboard-Software RGB-Beleuchtung steuern kann. Das rechnen wir später da drauf, 50 € hinterher auf den Endpreis, weil bei dem Gehäuse waren ja auch schon Lüfter mit dabei. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X3D. Er hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MTS RAM. Den könnt ihr auch mit 3.6 oder 4000 laufen lassen, das ist überhaupt kein Thema, solange es einfach nur zwei Riegel sind. Bei vier Riegeln wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Wir sind hier noch in der älteren AM4-Generation. Wir sind natürlich auch schon bei AM5, da gibt es zum Beispiel den 7800X3D. Das passt aber in diesem Preisbereich einfach noch nicht rein. Zum Zocken und zum Streamen und so weiter ist der aber super geeignet. Und der kostet 295 € bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein One Gaming ARGB Snow. Hat angeblich eine Leistung von 190 Watt, die er sozusagen vom Prozessor abtragen kann. Wenn der Prozessor mit 105 Watt angegeben ist und er sich realistisch, sage ich mal, 140 Watt reinschraubt, reicht das aber aus. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, der 5800X3D ist ziemlich schwer zu kühlen durch diesen 3D V-Cache. Ich wäre persönlich auf eine Wasserkühlung gegangen. Ja, das sagen die meisten auch. Es gibt auch Tests bei YouTube. Da wurde zum Beispiel ein Darkrock 4 Pro genommen, der natürlich deutlich dicker ist. Und selbst da hat der Prozessor schon 84 oder 85 Grad gepiekt. Und das war reine Gaming-Performance. Der wurde jetzt nicht unter Volllast gesetzt durch Cinebench oder so, sondern wirklich rein im Gaming. Deswegen finde ich den ein bisschen mager. Ich denke, im Gaming-Betrieb wird es einigermaßen reichen. Solltet ihr den Prozessor unter Volllast setzen, weil ihr gerade ein Video rendert oder so, eher nicht so. Und der kostet 39,99 € bei Amazon. Der Arbeitsspeicher sind 2x8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz. Hier wird keine Angabe zu den Timings gemacht. Aber der am weitesten verbreiteste von Corsair Vengeance LPX ist eben 3200, CL16, das passt auch soweit. 16 GB ist schon ziemlich mager. Gerade weil der Speicher so günstig geworden ist, wäre ich auf 2x16 GB gegangen, also insgesamt 32 GB. Da habt ihr auf jeden Fall keine Probleme mit den zukünftigen Spielen. Ansonsten ist der RAM jetzt nicht schlecht, sie halten sich an die Angabe von AMD. Klar, 3600er hätte mir besser gefallen, wenn nicht sogar 4000er, aber 3.6er wäre gut gewesen. Und der kostet 35,99 € bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine 16 GB AMD Radeon RX 6800 XT ASRock Phantom Gaming OC. Wir wissen immerhin, was wir bekommen, also da können sie euch nicht bescheißen. Wenn da eine andere Grafikkarte drin ist, würde ich mich sofort beschweren. Das ist allerdings auch die günstigste gerade am Markt. Also aus der 6800 XT-Reihe ist das die günstigste. Für WQHD gut geeignet, 4K geht auch noch, da muss man ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen, kommt auch immer ganz aufs Spiel an. E-Sports-Titel natürlich ganz easy. Ist eine
gute Karte, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 539 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Das ist natürlich noch der ältere B550-Chipsatz, reicht aber für den Prozessor völlig aus, ist auch noch der alte Sockel, klar, funktioniert ja sonst nicht anders. Also ihr könnt jetzt nicht mit dem Gedanken spielen, da später mal irgendwie ein 7000er Ryzen drauf zu schmeißen, das funktioniert nicht. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, die beiden Slots werden sehr wahrscheinlich vom Kühler der Grafikkarte überdeckt, die könnt ihr also nicht nutzen. Und hier habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, zweimal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst also das Bild über die Grafikkarte ziehen, definitiv. Und einen PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ja, das Board, das ist ein alter Bekannter. Wird gerne genommen, weil es relativ günstig ist. Ist auch so ein Durchschnittsboard, ist nichts Schlechtes, ist nichts Tolles. Also von daher, das passt soweit schon in dem Preisbereich. Und das kostet 105,59 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. 1 TB in dem Preisbereich ist noch in Ordnung. Die Geschwindigkeit ist halt so eine Durchschnitts-SSD, was auch völlig okay ist. Kann man so machen. Und die kostet 36,90 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI Mac A850 GL PCI Express 5. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular und bringt auch schon den neuen ATX 3.0 Stecker mit. Bedeutet für euch, wenn ihr mal irgendwann eine 4070 Ti oder so einbauen wollt, dann habt ihr schon das neue Stromkabel mit dabei und müsst nicht mit diesem dämlichen Adapter arbeiten. Das Netzteil kennen wir auch schon, war in der letzten Dubaro-Config auch drin. 850 Watt völlig ausreichend, sogar schon ein bisschen viel, also hätte auch weniger gehen können. Aber dann habt ihr Zukunftssicherheit, indem ihr halt später wirklich eine 4070 Ti oder so einbaut. Und das kostet 135,70 Euro bei Mindfactory. Denkt jetzt nochmal dran, bevor wir zum Ergebnis kommen, dass die hier ungefähr 50 Euro kosten. Ich werde da gleich einfach 50 Euro aufschlagen, dann haben wir so einen gewissen Preispunkt. Betriebssystem ist nicht mit dabei, Norton könnt ihr direkt wegschmeißen und die 36 Monate Herstellergarantie sind ganz nice to have. Kostenlose Rücksendung, also kein Pickup und Return, sondern ihr müsst es selber zur Post bringen und technischer Support. Und dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und den Luftkühler und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1236,04 Euro plus eben diese 50 Euro, also 1286,04 Euro und das System kostet 1399,99 Euro. Das ist jetzt also keine Abzocke oder so, aber in der Konfiguration finde ich den Luftkühler ein bisschen schwierig, weil der halt ziemlich klein ist. Und eben die 16 GB RAM. Wenn wir jetzt hier in den Konfigurator reingehen, kann man sich natürlich 32 GB RAM zum Beispiel reinpacken, wenn es denn passen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel den hier nimmt, die 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro SL Series, die passt angeblich nicht. Wenn ich jetzt auf passende Teile finden klicke, dann geht es wohl um den Kühler. Für den ausgewählten Kühler ist dieser Speicher leider zu hoch. Finde ich schade. Also ihr müsstet hier den Kühler ändern, damit ihr auf 2 Riegel 32 GB gehen könnt. 4 Riegel geht dann wieder, weil sie da wieder den niedrigeren RAM hätten. Man könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, man nimmt einen BeQuiet PureRock 2 schwarz, wählt den an, kostet 10 Euro mehr und dann kann man halt hier auch den RAM auswählen, 32 GB halt mit RGB-Beleuchtung in dem Fall. Aber bevor ihr euch hier einen zurechtfummelt, habe ich einfach eine Alternative für euch. Und zwar landen wir heute wieder bei Hardware-Rat, manchmal haben wir auch von Dubaro oder Krotus irgendwelche Alternativen, in dem Fall wirklich Hardware-Rat, den 1300.3 mit der AX 6800 XT, Ryzen 7 5800X 3D, also passt alles soweit schon. Zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Der kostet erstmal im Vergleich zu dem anderen System 70 Euro weniger. Wir haben den gleichen Prozessor. Wir haben Endor 5 Fortis 5. Den hatte ich schon im Test. Der kriegt den 5800X3D auf jeden Fall gekühlt. Auch nicht unter Dauerlast, aber im Gaming auf jeden Fall. Wir haben ein MSI B550A Pro, das ist ungefähr gleichzusetzen mit dem Gigabyte Board. Wir haben 32 GB, 2x 16 GB DDR4 3600 CL18. Normalerweise nimmt er immer diesen Good RAM, jetzt steht es nicht dabei, kann also auch jeder andere RAM sein. Wir haben aber eine höhere Taktung und wir haben doppelt so viel Speicher. Wir haben eine 1 TB M.2 NVMe SSD und zwar mit 5000 MB die Sekunde lesen und 4800 MB die Sekunde schreiben, also ist deutlich schneller als die 3500 zu 3000 eben bei der anderen SSD. Wir haben auch die 6800 XT, ich habe hier auch nochmal einen Warenkorb gemacht, habe die gleiche genommen, weil es ja eh die günstigste war. Wir haben hier anstatt 850 Watt ein 650 Watt Netzteil, reicht aber völlig aus, ist auch 80 plus Gold zertifiziert und so weiter. Wir haben als Gehäuse das Fractal Pop Air. Hier wisst ihr definitiv, was ihr bekommt und zwar ist es halt das hier auf dem Bild. Viele mögen das, das hat hier vorne auch noch so einen Einschubschacht für 5,25 Zoll Laufwerke oder ihr könnt da irgendwelche Sachen drin aufbewahren, da ist so eine kleine Schublade drin. Ich finde es designtechnisch auch besser als das andere. Und Windows 11 ist in dem Fall auch vorinstalliert mit Key. Das heißt, das Ding kommt nach Hause anstecken, loslegen.
auflegen. Nicht erst irgendwie was installieren, war ja bei dem anderen nicht dabei. Dann kommen wir auch hier zu dem Ergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.325,97 und das Teil kostet 1.329,99. Also ungefähr 1:1 Geizhalsliste. Jetzt muss man dazu sagen, hier ist natürlich noch diese Windows-Lizenz mit 50 Euro in der Geizhalsliste drin. Könnt ihr abziehen, könnt ihr auch drin lassen. Es wird ja auch noch vorinstalliert, also das ist dann schon realistisch mit der Vorinstallation. Aber wir haben hier einen günstigeren Preis um 70 Euro. Wir haben doppelt so viel RAM-Speicher, eine schnellere SSD. Wir haben ein besseres Gehäuse in meinen Augen, einen besseren Luftkühler. Ich würde mir stark überlegen, ob ich jetzt den hier nehme oder eben diesen hier, der teurer ist und halt schlechter. Also das ist, glaube ich, nicht so schwer zu entscheiden. Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, ja, One.de schlägt jetzt nicht so viel bei den Preisen auf. Ja, bei teureren Systemen haben die auch einen Furzquer sitzen, wie so ziemlich jeder Systemintegrator. Und zwar haben wir hier noch so ein System, das haben wir jetzt mal rausgesucht, das ist so ein Top-Modell für 5049 Euro. Auch da haben wir eine Liste gemacht. Und zwar haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir mal einen Gesamtpreis von 4032,72. Ja, und das Teil kostet eben 5K, also 1000 Euro Aufpreis. Und man muss dazu sagen, sie kühlen hier einen 13.900K mit einer 240er Wasserkühlung. Nee, also da würde ich dann auf jeden Fall die Finger von lassen. Bei dem anderen System, das müsst ihr selber wissen, die Alternative habe ich euch gezeigt. Alle Listen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Auch das Angebot von Hardwarerad, auch das von One.de, auch den 5000 Euro PC. Ihr findet alle Links unten drin. Ihr könnt die Geizhalslisten gerne auch nochmal vergleichen. Klickt einfach auf die Links, dann wisst ihr da Bescheid. Also direkt abraten möchte ich davon jetzt nicht. Es gibt aber eben eine günstigere Alternative. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.